Theoretische Grundlage, Part 2. Die Introjekttheorie. In den frühen 50er bis in die späten 70er Jahre verändert sich die Psychoanalyse dramatisch. Freuds Triebtheorie steht als Entwicklungstheorie nicht mehr im Mittelpunkt des Interesses und die führenden Psychologen wie Otto F. Kernberg, Melanie Klein, John Bowlby, Donald W. Winnicott, Heinz Koth und viele andere beschäftigten sich mit der psychischen Entwicklung der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Das Prinzip dieser psychodynamischen Perspektive lautet, das Kleinkind beginnt, seine innere Welt mit seinen Bezugspersonen von der Außenwelt zu trennen. Die subjektiven Erfahrungen mit den primären Bezugspersonen, besonders mit den Eltern, prägen die Charakteristik der inneren personellen Welt des Kleinkindes. Es entsteht eine Trennung zwischen der Beziehung zu den Eltern in der realen Welt und der Beziehung des Kindes zu seinen Eltern in seiner inneren psychischen Welt, Kernberg. Winnicott und auch John Bowlby haben mit ihren Beiträgen zur Bindungstheorie und Übergangsobjekttheorie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklungstheorie geleistet. Einerseits ist die psychische Entwicklung des Säuglings und späteren Kleinkindes von einer intakten, guten Bindung zur Mutter abhängig. Gleichzeitig aber benutzt das Kleinkind das Übergangsobjekt, zum Beispiel einen Teddybär, als erstes Nicht-Ich-Objekt und löst sich von der Mutter. Die Beziehung mit dem Übergangsobjekt symbolisiert für das Kleinkind die Beziehung zur Mutter. Das Kind lernt mit Hilfe des Übergangsobjektes unabhängig in der Gegenwart der Mutter alleine zu sein. Das Kind steht in Beziehung und ist trotzdem alleine. Es kann sich von der Mutter ein Bild machen, hat damit die Person der Mutter geistig repräsentiert und kann selbstständig ohne die Mutter mit ihr in Beziehung stehen. Man kann sagen, dass das Kind die Mutter introjiziert hat. Die Mutter wird ein Introjekt, und zwar aufgrund des subjektiven Erlebens des Kindes mit seiner Mutter. Die Mutter wird durch die Repräsentation ein Teil des Kindes. Winnicott. In den 1980er Jahren entwickelten die Psychologen John und Helen Watkins die Ego-State-Therapie. Diese Therapie legt den Schwerpunkt auf die Struktur der einzelnen Person. Sie geht davon aus, dass das Ich quasi ein Netzwerk von verschiedenen Personen ist, die durch Erfahrungen in der Kindheit in das Ich des Kindes integriert werden. Diese Personen stehen zueinander in Beziehung und beeinflussen das Verhalten des erwachsenen Menschen nachhaltig. Watkins und Watkins. Nun kommt es häufig vor, dass das Kind so schlecht behandelt wird, dass es nicht nur sein belastendes Erleben verinnerlicht, sondern auch den Täter. In meiner Praxis habe ich das oft erlebt, mit dem Resultat, dass ein solcher negativer Prozess das Kind dazu führt, dass die Entwicklung eines eigenen Selbst keine Chance hat. Auch erlebe ich es immer wieder, wie Menschen psychisch leiden, weil sie sich fremdbestimmt fühlen und quasi von den Introjekten regelrecht kolonisiert werden. Oft identifizieren sie sich mit dem Täter und stellen sich ganz in den Dienst einer fremden Person. Diesen Menschen ist der Weg zur Selbstbestimmung komplett versperrt. Besonders schlimm sieht man diesen Prozess bei Menschen, die in ihrer Kindheit ein Trauma erlebt haben. Bei Donald Trump habe ich aufgezeigt, wie sein Vater sich seiner Person ermächtigt hat und der Sohn Donald regelrecht verschwunden ist. Durch die Symbiose mit seinem Vater wurde Donald gezwungen, sein Selbst aufzugeben und wurde dadurch zu seinem Vater.
Aber Donald Trump wurde keine Kopie des echten Vaters, sondern des grandiosen Vaters, der seinen Sohn mit größenwahnsinnigen Fantasien indoktrinierte. Donald verhält sich seit seiner Kindheit als Fantasieprodukt seines Vaters. Besonders deutlich wird dies im Wahlkampf und in seiner Präsidentschaft. Auf diese Beispiele werde ich noch näher eingehen. Ein elementarer Teil meiner Arbeit ist immer, entscheidende Aspekte des soziokulturellen Kontextes mit einzubeziehen.